Oder auch Kreuz-Darm-Beingelenk genannt. Ist es verschoben, dann kann dadurch ein Bein kürzer werden. Schmerzen strahlen in Hüfte und Gesäß aus. Jedes Bücken wird zur Qual. Das Kreuz schmerzt und guter Rat ist dann natürlich teuer. Tabletten, Tapen oder Spritzen vom Arzt. Was dem Rücken dann am besten hilft, jetzt im Thema der Woche. Eigentlich fühlt sich Vera Berndt gut an diesem Morgen. Doch plötzlich passiert es. Eine scheinbar komische Bewegung und der Schmerz schießt ihr ins Kreuz. Es ist mir so in den Rücken geschossen, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte mich auf der Stelle gar nicht mehr bewegen. Also ich hatte das Gefühl, ich könnte mich weder ganz hinsetzen, noch könnte ich wieder aus dem Auto aussteigen. Es tat einfach überhaupt nur noch weh. Bei Inga Taminga kommen die Kreuzschmerzen schleichend. Sie quälen die Lehrerin täglich und ziehen bis ins rechte Bein. Als ich dann keine 5 Minuten stehen konnte, dass ich auch dachte, ich kann eigentlich gar nicht mehr irgendwo hingehen. Ich habe versucht zu vermeiden, irgendwo länger zu stehen oder längere Strecken zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht aushalten. Beim Arzt heißt es, ein leichter Bandscheibenvorfall könnte schuld sein. Gegen die Schmerzen bekommt sie Spritzen direkt an die Nervenwurzeln, aber sie wirken nicht. Ich habe einfach gedacht, die Zeit wird das dann schon bringen, dass es dann besser wird. Ja, es kam mir natürlich sehr entgegen, dass der Arzt gesagt hat, hinlegen, Bein hochlegen, weil das eben auch die Haltung war, die ich aushalten konnte, wo ich das Gefühl hatte, das geht. Sie bekommt Massagen und Wärme verschrieben. Das ist zwar angenehm, löst aber das Problem nicht. Genauso wenig wie die verordnete Schonung. Ein halbes Jahr geht das so, aber besser wird es nicht. Ich habe aber leider im Gegenteil eher eine Verschlimmerung gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich immer stärker gehumpelt bin, dass ich gar nicht mehr normal gehen konnte vor Schmerzen. Hier sieht ein Bandscheibenvorfall ist, der bei ihm auf eine Sie wechselt den Arzt. Dr. Danner vermutet, ihr Rückenschmerzproblem liegt woanders. Falsche Haltung. Und die bringt den ganzen Rücken in Schieflage. Der Beginn einer Kettenreaktion. Wirbel verschieben sich, Muskeln verspannen. Sie können das schiefe System nicht mehr halten. Ein Dominoeffekt, der sich bis nach unten zum Kreuz-Darm-Beingelenk fortsetzen kann. Nach dem, was wir jetzt wissen, ist der Druck des Vorfalls auf den Nerv nicht ihr Problem, sondern ihr Problem sind die Fehlhaltungen. Aus diesem Grunde konnte natürlich auch die Spritze, die Sie hier an den Nerv ranbekommen haben, nicht wirken, weil sie nicht das eigentliche Problem war. Die Wirbelsäule ist in ihrer Statik aus dem Lot geraten. Und zu dem leichten Bandscheibenvorfall kommt noch eine Blockade dazu. An Bauch ein bisschen mehr reinziehen. Beim Untersuchung im Stehen habe ich aber festgestellt, dass Ihr rechtes Kreuzdarmbeingelenk eine Blockierung aufweist. Auf die gehen wir gleich manualmedizinisch noch ein. Und Sie müssen aktiv an der Haltung arbeiten, weil nur die aktive Therapie würde Ihnen helfen, diese Fehlhaltung zu bekämpfen. Gut, Frau Berndt, ich würde noch eine Sache gerne untersuchen. Genau das ist auch für Vera Berndt die Herausforderung. Ihre Orthopädin stellt fest, das Becken ist schief. Und darum verschwinden die Schmerzen auch nicht von alleine. Ich habe gedacht, wird schon wieder weggehen. Ist plötzlich gekommen, müsste ja eigentlich auch plötzlich wieder weggehen. Wenn es mit einer Bewegung auftaucht, dann kommt ja vielleicht irgendwann ganz unbewusst die Gegenbewegung, die es wieder richtig rückt. Da habe ich drauf gewartet, die kam aber nicht. Dr. Wernkamp entdeckt bei der Untersuchung der 51-Jährigen noch etwas Auffälliges. Die Beine sind unterschiedlich lang. Aber die Ursache liegt woanders. Gut, also Frau Berndt, ich glaube, Sie haben eine Blockade in Ihrem linken Kreuzdarmbeingelenk. Das bedingt auch Ihren Beckenschiefstand und die variable Beinlänge, die wir hier beide schön sehen. Muskulatur ist auch ein bisschen verhärtet, das passt auch dazu. Eine Blockade im Kreuzdarmbeingelenk. Das bedeutet, zwischen Beckenknochen und Kreuzbein ist keine Bewegung mehr möglich. Der Grund, auch hier der Teufelskreis aus schiefer Wirbelsäule und Muskelverspannung. Um die Muskeln zu entspannen, muss Dorothea Wernkamp die Knochen mit gezielten Griffen wieder in die richtige Position bringen. Ich lege meine eine Hand an ihrem Steißbein an, die andere geht an die Darmbeinschaufel.
Dann verschiebt sie mit dem Druck ihrer Hände Kreuz und Darmbein in die offene Richtung und löst so die Blockade. Das Gelenk ist wieder beweglich. Die Muskeln entspannen sich. Schlagartige Erleichterung. Also die Schmerzen sind auf der Stelle weg. Ich kann mich ganz leicht wieder bewegen. Ich habe das Gefühl, dass ich da wie so eine Feder wieder aufstehen kann. Und für die Manualtherapie an sich brauche ich auch gar keine Schmerzmittel. Ohne Schmerzmittel ging es bei Inga Taminga dagegen nicht. Und die können bei solchen Therapien auch durchaus sinnvoll sein. In der Akutphase sind diese Tabletten, diese Mittel, gelegentlich auch eine Spritze, ein regelrechter Segen, sowohl für den Therapeuten, weil er kann mit dem Patienten wesentlich mehr und wesentlich intensiver was machen, als auch für den Patienten. Wenn Sie sich vor Schmerzen gegenspannen, können Sie nicht an Ihrer Haltung was ändern. Die Haltung ändern, in Bewegung kommen. Inga Taminga lernt, ihr Becken zu kippen, die Wirbelsäule aufzurichten und tiefliegende Muskeln zu trainieren und wird so tatsächlich ihre Schmerzen los. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein stärkeres Körperbewusstsein. Ich merke einfach, dass ich mit meinem Rücken zusammenarbeiten muss, damit ich durch den Alltag komme. Auch Vera Berndt trainiert die tiefliegenden Muskeln der Wirbelsäule intensiver für die Stabilität ihres Körpers. Ich empfinde seine Signale wahrscheinlich auch früher und besser. Ich versuche ihn durch Sport zu unterstützen, wirklich regelmäßig meine Muskulatur so zu trainieren, dass sie auch in der Lage ist, mein Knochengerüst gut zu stützen. Und so hofft sie, die Schmerzen in ihrem Rücken auf Dauer los zu sein. Ja, und gegen die Schmerzen im Kreuz sollen ja auch Tape-Verbände ganz gut helfen. Ganz verbreiteter Trend. Wir haben die bunten Pflaster während der Olympischen Spiele bei vielen Sportlern beobachtet. Jetzt ist Frau Dr. Wörnkamp bei uns, Gesa Lütten auch, unterstützt uns gleich. Und Sie wollen uns mal zeigen, wie man mit diesen Tapes jetzt gegen Rückenschmerzen auch vorgehen kann. Genau, das können wir jetzt einmal vorführen. Wir haben ja eine gesunde, sportliche, junge Frau hier bei uns. Wir legen mal so ein Tape an, machen ein entspanntes und ein anspannendes Tape und ich führe das einfach mal vor. Okay. Wenn Sie sich einfach hinstellen, uns den Rücken zudrehen wollen und ich krempel das Hemd so ein bisschen hoch. Mhm. Genau. Wichtig ist jetzt bei der entspannenden Tape-Anlage, also wir wollen den Muskel lösen und lockern, dass die Patientin sich ein bisschen nach vorne beugt, den Rücken schön rund macht und dem Muskel so eine Vorspannung gibt. Okay. Und ich würde jetzt dieses Tape, das habe ich mir vorhin zurechtgeschnitten, einfach mal anlegen. Dazu brauche ich immer eine Basis. Und die Basis eines Tapes, die klebe ich immer so, wie sie auf der Rolle vom Fachhandel kommt, auf die Haut auf. Damit passiert noch gar nichts Spannendes. Mhm. Jetzt gebe ich dem Tape so eine gewisse Spannung, nicht zu viel, aber doch so ein bisschen ziehe ich sozusagen auseinander und klebe das links und rechts von der Wirbelsäule auf. Warum genau da? Da habe ich schon mal einen Teil unserer Haltemuskulatur und der Rückenmuskulatur, die Dornfortsätze, das, was man hier so fühlt, das lasse ich schön aus. Und das klebt da jetzt wie so ein Pflaster. Und was bewirkt das? Es macht gar nichts, es macht nicht warm, es ist kein Medikament da drauf. Es hat einen Einfluss auf die Muskulatur und den habe ich diesem Tape gegeben, indem ich an der Spannung, also an der Art und Weise, wie fest ich dran ziehe, ein bisschen manipuliert habe. Mhm. Wir werden das auch gleich sehen, wenn sie sich wieder hinstellt. Ich nehme jetzt noch den Muskel, der daneben ist. Der hat auch viel mit dem unteren Rücken zu tun. Wer sich jetzt nicht so beugen kann, weil er nämlich gerade Schmerzen hat, der darf genau. Da sich auch hinlegen. Es kommen nicht nur junge Sportler zum Arzt, sondern auch Leute mit Schmerzen. Genau, die können das jetzt nicht. Die würde ich auf den Bauch legen und mir so ein Kissen unter den Bauch packen oder eine Halbrolle. Okay. Dann kann man die Lendenwirbelsäule auch schön aufklappen. Mhm. Und der Patient ist entlastet. Wie schnell merkt ein Patient dann eine Besserung? Also wenn er aus der Praxis rausgeht, merkt er gar nichts. So, wunderbar. Können Sie schon mal aufrichten. Da merkt er gar nichts. So im Lauf des Tages fangen die ersten an und so richtig gut wird das dann nach ein, zwei Tagen, dass der Patient auch sagt, oh, das tut mir richtig gut. Können wir das noch einmal anschauen? Das sieht ja fast aus wie bei Bulatelli, glaube ich, hieß der Fußballer. Ja, sehr schick. Wirklich auch viele Sportler auch gehabt. Okay. Genau. Das haben wir jetzt in London auch ganz viel gesehen. Ja. Wunderbar. Wenn Sie sich jetzt einmal auf den Rücken legen würden, genau, die Arme ein bisschen nach oben und das möchte ich deshalb, dass wir so den Bauch ein bisschen dehnen und auch so eine gewisse Vorspannung auf den Muskel bringen. Wozu ist das gut? Ja, jetzt möchte ich es andersrum machen. Ich möchte den Rücken ja entlasten. Mhm. Das heißt, ich möchte ihm nach vorne eine Abstützung geben. Ich habe jetzt also hinten entspannt und möchte ihn vorne
eigentlich schön kompakt haben. Das heißt, ich helfe der Muskulatur, sich anzuspannen, also ein bisschen eine Festigkeit zu geben. Mhm. Und dabei kann ich mich auch dieser Tapes bedienen und die helfen der Sache ein bisschen mit. Mhm. Ja? Ich mache es genau also andersrum. Zwei aufgeklebt. Genau, ja. Zwei. Genau, also es gibt diverse Bauchmuskeln. Ich habe mich jetzt für zwei entschieden, die gerade Bauchmuskulatur hier vorne. Ich mache es jetzt genau andersrum. Ich komme nicht von unten nach oben, sondern ich komme von oben nach unten. Mhm. Ich gehe hier wieder auf meinen Ansatz. Gebe jetzt ein bisschen mehr Zug. Okay. Ja? Ich will tonisierend kleben. Das merken jetzt keiner, der uns zuschaut, aber Sie werden es merken. Es fühlt sich da ein bisschen anders an. Muss man das immer machen, wenn man den Rücken getaped bekommen hat? Das nicht unbedingt. Das ist Nein. nur eine zusätzliche Unterstützung. Die meisten okay. Patienten, die ja diese Tapes bekommen, haben Rückenschmerzen mhm. und haben einen Hartspann, also haben eine Rückenverspannung das zweite in der Muskulatur. Spielt die Farbe eine Rolle? Die Farbe spielt keine Rolle, das ist eine Geschmackssache. Man kann das auch hautfarben tapen, das ist kein Unterschied von der Farbe. Man sagt so ein bisschen, wieder hoch. Wenn man sie dürfen, sich wieder hinstellen. Kann man das auch selber machen? Das sieht erstmal einfach aus. Natürlich kann jeder ein Tape auf eine Haut kleben. Ich würde ein bisschen davon abraten. Man muss so ein bisschen über die Anatomie und den Verlauf einer Muskulatur Bescheid wissen, denn wir wollen ja damit was erreichen. Mhm. Ich würde mir da schon fachkundigen Rat holen. Dann kann ich vielleicht im Einzelnen eine Tape-Anlage auch mal selber lernen. Mhm. Ganz kurz vielleicht noch eine Übung für denjenigen, der jetzt da auch etwas für seine Bauchspannung tun will, um den Rücken zu stützen. Ganz genau. Schnell. Also ganz prinzipiell muss man immer sagen, wenn ich vorne gut abgestützt bin, entlaste ich hinten. Mhm. Das ist ganz einfach und man kann da was üben, wofür ich weder eine Ausrüstung brauche, noch irgendwie Equipment, noch Zeit, noch Geld. Ich kann einfach mal anfangen, meinen Bauch einzuziehen. Können wir alle können das uns alle mit zusammen mitmachen, vielleicht? Die wir hier sind. Genau, wir ziehen mal unseren Bauch ein. Und aufpassen, die meisten von Ihnen werden jetzt die Luft anhalten. Versuchen Sie das nicht zu tun. Das limitiert auch so ein bisschen die Dauer der Anwendung. Leider ist unsere Sendezeit auch sehr limitiert. Aber bei angespanntem Bauch eben alle Alltagsdinge tun, genau, so viel man machen kann. Ist der Bauch vorne angespannt, bin ich hinten geschützt und tue meinem Kreuz was Gutes. Liebe Zuschauer, diese Fakten und viel mehr dazu noch zur klassischen Behandlung, aber auch zur Tape-Behandlung von Rückenschmerzen können Sie natürlich auch auf unserer Internetseite nachlesen. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Wörnkamp. Dankeschön noch dir, Gesa, fürs Mitmachen. Ja, und auch nächste Woche steht der kranke Rücken bei uns im Mittelpunkt der Sendung.